wo kann ich von dem was profitieren? Ja. Wo kann ich profitieren? Die denken egoistisch. Aber ich muss so denken, wo kann ich dienen? Ja, genau. Wo kann ich dienen? So, jetzt ist es 6 Wochen alt. Ich finde, es sieht immer noch sehr prall aus, sehr massiv. Die Beine sind um einiges leaner als letztes Mal. Saltwater. Brand new ozone salt water generator. Wow. Get in there, make the skin all nice and shit. Ich hab gecheatet. Ja. Ich hab hart gecheatet. Ich glaub's gar nicht, man. Ich hab hart gecheatet. Wie wir den Tesla X in Rot und Schwarz. Richtig geil. I have one. I have a fucking snooze. It's another sunny day in, bro. Cali-fucking-fornia. Ja, in Cali-fucking-fornia. Ich bin ja schon seit 3 Stunden wach, weißt du das eigentlich? Ja, aber weißt du, du hast viel mehr in Las Vegas geschlafen als ich, ja, oder? Ja, Bro. Und trotzdem mehr Geld verloren hast du. An diesem einen Abend, wo ich mal nicht geschlafen habe. Ja, Mann. Geht, komm. Wir sind jetzt hier in Venice. 5 Minuten entfernt vom Gold's Gym. Wunderschönes Haus haben wir uns wieder hier gezogen mit Airbnb. Ich sage euch Leute, vergesst die Hotels. Ja, Mann. Weil die Hotels sind hier richtig überteuert. Schaut, dass ihr, wenn ihr hier in LA seid, eine gute Crib am Start habt. Bei Airbnb. Ich meine, da habt ihr auch ein bisschen das American Feeling. Weil, guckt euch das mal an. Mit der Nachbarschaft, mit den Bäumen hier. Die Neighborhood ist schon nice hier. Das ist ein Traum. Das Gold Gym ist direkt 5 Minuten entfernt. Ja, was heißt das jetzt? Ist jetzt laufen oder was? Mir. Nein, Alter. Mir. Oh shit. Ah. Fetter Style, Bro. Neue Kollektion. Ich muss sagen, mir gefällt Black on Black immer wie besser. Ich finde das auch eine geile Farbe. Ich finde es auch geil, aber ich muss sagen, wenn ich das Black on Black sehe, gut, ich hab's noch nicht, deswegen. Ja, glaub mir. Ah. Man will immer das, was man nicht hat, oder? Immer so, Bro. Der Mensch will immer, dass er sie nicht hat. Das, was er hat, das hat er nicht. Das, was er hat, das hat er nicht. Wir zwei trainieren zurzeit ziemlich unterschiedlich. Mischa hat in den letzten 10 Tagen 2-mal trainiert. Würde ich ehrlich gesagt auch machen, Bro, gerne. Du meinst eigentlich, du trainierst und ich trainiere eigentlich gar nicht momentan. Aber ich kann es mir natürlich nicht leisten, Leute, aufgrund den Wettkämpfen. Es sind jetzt noch 6 Wochen bis zur WM und noch 7,5 Wochen bis zu unserem verdammten Main Event, Pro Bro Classic. Und das ist auch der Grund, warum ich bereits morgen wieder abreise. Es ist zu tun, die Schweiz ruft. Ich habe Termine in Basel wieder mit der Julia für die Classic. Übrigens Leute, wer jetzt noch keine Tickets hat, unbedingt Tickets holen für diese Show. Wir haben Simon Panda, der bei uns in der Jury ist. Weitere Special Guests werden noch bekannt gegeben von uns. Jetzt sind wir hier mal ein bisschen weg von der Straße, sonst werden wir überfahren. Und was auch wichtig ist, wenn ihr euch jetzt ein Ticket holt, habt ihr natürlich das Ticket für die Fitness Expo, welche am gleichen Tag am Start ist. Ebenfalls mit dabei. What is this? How are you? You feel good? Good. You look always amazing. Thank you. Good to see you guys. Ich bin hier am Trainieren. Und schau mal, wer einfach hier vorbeikommt. Ich habe schon auf Instagram natürlich gesehen, dass du hier am Start bist. Lukas! Ganz geil. Ich habe mich jetzt richtig gefreut. Ich mache hier die Übung. Schau ich. Bumm. Sicher auch der Look wieder. Wie lange bist du jetzt da gewesen? Ich bin jetzt 3 Wochen hier. Seit dem 1. September. Ja. Zum ersten Mal in LA. Sehr geil. Hey, ich finde, du machst richtig geile Videos. Ja, machst geile Videos. Hey, check unbedingt mal seinen YouTube-Channel ab und mach wirklich geile Videos. Auch meine Videos und so, die mir übelst gefallen. Finde ich richtig geil und ich denke, da können die auch davon was profitieren. Verlinke mal den Channel unten in der Description. Und vielleicht können wir noch zusammen essen, okay? Sehen wir uns im November, kommst du am 12. Ja, kommst du? Mit Julia schon geschrieben. Mit Julia schon geschrieben, du bist also am Start, ne? Ja. Sehr nice. Sehr geil, sehr geil.
fertig, Bro? Was? Findest du meinen Form? So, jetzt ist es 6 Wochen alt. Ich finde, du siehst immer noch sehr prall aus, sehr massiv. Die Beine sind um einiges leaner als letztes Mal. Sag mal den Bauch. Ja, Bauch ist dafür ein bisschen, hat noch ein bisschen mehr Wasser drin irgendwie. Du bist immer noch gestresst, Bro. Immer noch zu viel Cortisol im Körper. Ja, ich find Rücken und Bauch sind weniger lean. Dafür ist, sind die Beine und der Arsch um einiges leaner. Ja. Bisschen geswitcht. Ja. Aber sonst immer noch alles safe. Aber ich würde jetzt noch ein bisschen anziehen für die letzten Wochen. Ja, mach ich auch. Muss jetzt passen. Auf jeden Fall. Zieh an, Leute, ich sag's euch. Yeah. Boah, sehr gutes Training gehabt. Die Kraft ist richtig gut. Ich geh direkt essen. Uber, schon bestellt, sehr gut. Hierher. Schaut mal, was für ein Auto da ist. Sieht man hier viel öfters, aber den sehe ich jetzt auch das erste Mal. Wie wir den Tesla X in Rot und Schwarz. Richtig geil. Ist hier in Kalifornien natürlich schon viel mehr verbreitet als in Europa noch und in der Schweiz. Wir haben ihn jetzt bestellt, definitiv. In welcher Farbe, sage ich noch nicht. Werdet ihr dann sehen. Aber ich freue mich schon übelst drauf. Es sollte im Januar oder Februar kommen. Und wir sind jetzt wieder im Wiegen Thai. Wenn wir schon mal da sind und ich morgen zurückfliegen muss. Ja, same shit. Every day. Ich sag's jetzt einmal mehr. Schau mal, ich bin jetzt 6 Wochen out bis zur Weltmeisterschaft. Und ich esse noch auswärts, ich esse Eis. Ich esse Burgers, ich habe es in den letzten Vlogs gesehen in Las Vegas. Es ist alles möglich und ich mache kein Cardio und ich verliere täglich an Gewicht und werde leaner und leaner. Und auch wenn ihr den Sepp anschauen geht, den Bro-Sepp, der isst Pizzen, Eis. Es gibt wirklich noch Leute da draußen, die immer noch denken, es geht nur mit Clean Food, mit Reis, mit Brokkoli, mit Gemüse, mit Chicken. Vegan funktioniert sowieso nicht, natural sowieso nicht möglich. Schau mal Leute, das ist einfach, wenn es wirklich da Leute jetzt noch draußen gibt in dieser Community, die immer noch so denken, dann appelliere ich, versucht mal umzudenken und probiert es einfach mal aus, weil es geht und es erleichtert euch auch vieles, es macht euch viel flexibler. Es gibt auch tatsächlich noch Leute, die abnehmen wollen und dann 3-4 Mal essen und keine Carbs mehr essen nach 18 Uhr und das ist einfach alles Shit, oder? Wir machen es hier vor, also probiert es einfach aus, ihr müsst einfach wissen, wie viele Kalorien ihr braucht und that's it. Es gibt so viele Videos auf YouTube, die ihr mittlerweile euch reinziehen könnt und euch das Know-how ziehen könnt. Also dann macht das. Dann macht euch eine Diät nicht schwer. Eine Diät ist schon genug schwer, wenn ihr während einer langen Zeit in einem Kaloriendefizit seid. Wie ist das neue iPhone? Ich weiß es nicht. Ich habe es hier nicht gesehen. Komm, pack's aus. Ich muss es jetzt sehen. Unboxing. Die Kamera. Das ist wasserfest, gell? Man munkelt. Ja, ich habe gelesen, es sei wasserfest, das neue iPhone 7. Here we go. Sieht ja genau gleich aus. Ja, die Kamera ist ein bisschen anders. Auf was, ob du es nicht droppst? Aha, die Kamera muss gut sein. Oh. Ich habe es schon getestet in Vegas. Das ist richtig geil, Mann. Und kein... Sehr geil. Kein fucking AUX mehr. 2 Minuten. Wir sind dieses Mal mit dem Uber unterwegs. Wir haben das erste Mal kein Fahrzeug gemietet hier in den USA, weil es einfach wirklich praktisch ist. Wir müssen keine Parkplätze suchen und verbrauchen auch keine Kohle für das Fahrzeug, um zu mieten. Uber ist relativ günstig. Wir bezahlen jetzt $15 von hier bis nach Hollywood. Wir gehen jetzt nach Hollywood und dann später noch zu Chris, zum Dollar Beer Club Boys. Hi. Hi, for Patrick? Yes, perfect. Oh, how are you? Pimp. I'm doing well, thanks. Thank you. Huh? Too much pimp. It pimped. Yeah. Oh, shit. Oh, shit. It is pimped. Hey, du musst hingehen, Bro, mit dem Kopf. Alright. Okay, das ist mit Wasser, ja. Seht ihr, das ist Uber. Nice. This is Uber. This is Uber. Wow. Yeah. Nice camera. Yeah, thanks, brother. Look what we got here. Schau mal, Leute. That's Uber. You know the way? Captain America on fleek. Alrighty, so we got to Beverly Boulevard. Yes, that's okay. Right. Cool shoes. Thanks, brother. Those are very cool shoes. Thanks. You guys have a good one, okay? Thanks, bye-bye. Jetzt fahren wir zu unserem Barber. Der ist umgezogen, der ist jetzt neu hier beim Daniel Alfonso. Wir haben immer gesagt, der Typ ist gut und der hält sich hoch. Das haben wir erst gerade letztens noch im Video gesagt. Mehrwert generieren. Er hat so viel Mehrwert generiert, dass er jetzt bei den Promis Haar schneidet. Ja. Das war ein Beispiel,
Und jetzt ist es Realität geworden. Leute, besser geht's nicht. Hi, guys. Hey, brother. How are you? Very nice. Miss you guys. Yeah, I miss you too. It's fresh. Thanks, brother. How are you? Very good. Yeah. Your location, you like that? Okay. I love it. Nice, yeah. Beautiful. You see us maybe in November. November. All right, man. Well, take care, Patrick. You too. Nice to see you. See us. Again. Bye, guys. Take care, have a good one. Bye-bye. Wow, ich brauche jetzt einen Kaffee. Es ist lustig, jedes Mal in der Diät, wenn ihr trainiert habt und dann das Fasten unterbricht mit einer festen Mahlzeit, jedes Mal falle ich ins Loch und werde müde. Meine Beine werden schwer und diese Zeit, die muss man dann einfach überbrücken und dann ist wieder safe. Aber meistens geht es so 1-1,5 Stunden. Cool. Thank you. Switzerland. Switzerland, thanks. Oh, oh. Geiler Service, Bro. Sie ist mit Soja. Gracias, mi amigo. Vom Dollar Beer Club sind hier. Wir rufen an, also ich klopfe doch einfach mal. Diese große Tür. Ich kann nicht einmal anrufen, weißt du? Wir haben einfach gar kein Internet hier. Das Internet in LA ist so schlecht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. So schlecht. Das Hollywood-Zeichen ist auch gerade da. Schau mal. Da waren wir 2014. Hatten wir die Crib direkt dort. What's up, man? How's it going, Alex? Hi, Serena. That's my girlfriend. Nice to meet you. Nice to meet you. Hey, you're looking checked, bro. I'm getting there, man. Hey, wow. Intermittent fasting. Hey, yeah. Fuck yeah. Intermittent fasting's nice, yeah? Oh, yeah. Nice. Well, it's a bit different nice than the other Nice crib. Yeah, it's a good area. But no internet, right? Hey, no, we're like getting smoke a... Wow. We're like enterprise level Wi-Fi setup and shit, so it's perfect. All but now what? Pablo Escobar's... Pablo Escobar. Yeah. Drug crib. Uh-huh. Oh, it looks like that. Well, come on, boys and girls. Hey, the dogs! Hey, doggies! What's up, man? Nice! Hey, there's the mega süße kleine da. He's happy. Nice. Brother! Hey, nice to see you! How's it going? Hey, bro! How are you? Django! How are you? Good. Hey. The legend. Nice to see you. The legend. Yeah, I miss your burgers. I just said, it's way too good here, man. How are you? You good? Hey. He's so cute. Yeah, that's the süßest. That's the süßest, yeah. Kleinste. The kleine süß. Shit. Hey, that's a nice grip, man. Oh, shit. Yo, Misha, come peep this. Wow. A beautiful view, huh? Oh, buddy. The nature. The air. It's very fresh here. I know it is. You can see the stars at night. Oh, like, Pablo. It lights up nice. Hey, a little bit of fucking schnitz here, bro. Where's the cocaine? Where's the fucking streets? Where's the streets? Pablo Escobar. Where is the cocaine? Where is the cocaine? Hi. What's up, homie? Patrick. Go on, Gabe. Nice to meet you, brother. Cheers. Damn. Huh? Two shitters, so you and your girlfriend can shit at the same time. Yeah, you got two shitters in case you both need to drop a simultaneous juice. Fucking bathroom, bro. This shit. Fucking bathroom. Fucking bathroom. Nice. Nah, there you go. Yeah. What is this, like? All salt water. The whole fucking pool, eh? We drained it, salt water. Wash it. Brand new ozone salt water generator. Wow. Get in there, make the skin all nice and shit. Hey, the weights are here. Nice, the weights are here. This is how we do? Oh, yeah.
This is how we do? Yeah. Got the barbecue, the pool. So, jetzt zeigen wir den Boys mal, was richtiger Food ist und gehen dann ins Crossroads. Wir sind aber 11 Leute, mal schauen, ob wir noch Platz kriegen. Das wird hart. Es wird hart, wenn nicht, versuchen wir ins Crossroads Madres zu gehen. Es ist richtig geil zu sehen, dass es den Boys jetzt hier gut geht. Ich meine, ja. Wir haben schon nochmal abgestackt mit der Crip hier. Körperlich wie auch finanziell. Körperlich, das ist das Geile. Körperlich sind sie richtig fit. Das heißt, als wir dort waren letztes Mal, die haben die Sachen mitgenommen, die haben das Know-how, das wir ihnen mitgeteilt haben, wirklich 1:1 umgesetzt. Ja. Das sieht man. Und da fragt sich jetzt wieder, geht's Hand in Hand, weißt du? Mhm. Weil sie sind auch mental um einiges fitter, habe ich das Gefühl. Und ich sage euch, Leute, Mann, wenn ihr trainiert, dann zieht der Geist auch mit. Klar, das ist krass. Ist immer so, Leute, Körper und Geist sind eng miteinander vernetzt. Ich sage immer so schön, der Geist, der gibt vor, der Körper macht dann. Ja, Mann. Und es ist wichtig, dass ihr eine Balance und eine gute Connection zwischen Geist und Körper findet. Und das macht man am besten im Sport. Ich finde Natural Bodybuilding immer noch so ein super Instrument, um Körper und Geist noch besser miteinander zu verbinden. Auch in so einer Wettkampfdiät, wie wir sie jetzt hatten. Man lernt diese Verbindung einfach nochmal hart erkennen und weiß auch ganz genau, was zu tun ist, wenn sie mal nicht so gut ist. Das ist richtig hart auch zu sehen, eben, dass auch eben unsere Inputs hier umgesetzt wurden. Wir haben jetzt sozusagen wie einen Mehrwert generieren. Ich finde es auch richtig schön zu sehen, dass wir jetzt auch wieder von ihnen was zurückbekommen. Ich meine, ich wurde jetzt hier eingeladen, hier theoretisch zu wohnen. Und das ist auch wieder schön, oder? Weil ich höre immer wieder Leute, die reden davon, ja, ich habe auch ein hartes Netzwerk und ich bin auch ein Networker und ich kenne viele Leute. Aber Leute, es geht eigentlich nicht darum, wie viele Leute ihr kennt, sondern es geht darum, wie viele Leute schulden euch einen Gefallen. Und das muss jetzt nicht mal darauf beruhen, dass ihr jedem was gebt und immer was verlangt, sondern ihr gebt einfach nur. Geben, und geben. Geben. Im Dienste geben, des anderen, geben, Leute. Geben, geben, im geben, Dienste geben, des anderen. Immer, meine immer geben. Ohne gar nicht groß nachzudenken, bringt mir das was, sondern einfach geben. Ja. In der heutigen Zeit, in der heutigen Welt, viele Leute denken immer, hey, wo kann ich von dem was profitieren? Ja. Hey, wo kann ich profitieren? Die denken egoistisch. Aber ihr müsst so denken, wo kann ich dienen? Ja, genau. Wo kann ich dienen? Ja. Und dann, Leute, dann werdet ihr belohnt. Mann. Dann, weil dienen macht Freude. Jemandem Mehrwert zu geben, jemandem was Gutes zu tun, jemandem ein Geschenk zu geben, das tut euch gut. Ja. Ich sage immer, Glück, geteiltes Glück ist viel schöner als alleiniges Glück. Ja? Es ist natürlich dann auch so, dass man auch ausgenutzt werden kann. Aber genau dort merkt man ja dann auch irgendwann, aha, hier werde ich ausgenutzt. Ja. Hier setze ich den Strich. Haben wir auch die Erfahrung gemacht. Haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, Leute. Ausgesorgen, Leute, teilweise. Absterben lassen, wie ein Tumor. Ganz easy. Und keep going, wieder nach vorne. Yes. Nice beat. This is my wife. This is your wife? She has very nice boobs. And she has a pretty face, kind of like you. Yeah. Wir warten hier, bis die Boys fertig sind. Wird schwierig, Bro, in Crossroads mit 11 Personen. Müssen wir noch eine Alternative finden. Wir gehen jetzt mal vorbei und versuchen uns dort irgendwie rein zu framen mit 11. No Gain City. So, Bro, ich fahre mit dem Truck. Ja, mit dem Dollar Beer Club Truck. What's going on? Oh. No. No, man, that's EDM. That's more EDM. I don't know what you're talking about. Yeah, I can show you. Like when I'm coming around, I give you a few of my playlists. So, Bro, jetzt müssen wir den ultimativen Schlüssel finden. Wenn es voll ist, ist es voll, aber wir versuchen natürlich den Schlüssel zu finden. Machen wir jetzt. Leider nein, wie wir gedacht haben. Das Restaurant ist immer voll. Immer, es ist auch jetzt puppenvoll. Wir hätten nun eine Stunde Platz, aber ich weiß nicht, ob wir es so lange aushalten können. I don't know. Let's go and try to buy Real Food Daily, okay? Let's go. Real Food Daily? You in firm, Chris? Oh, yeah. All right, yeah. Let's go. Wir versuchen es im nächsten Real Food Daily, war wir auch schon. Mit dem Sepp hier gibt es ganz geile Club-Sandwiches aus Saipan. Ich hoffe, hier sieht es besser aus. Ja, wir müssen es reinhassen. Es hat Plätze. Hey guys, we have the table. It's ready, yeah, it's ready. Wir haben den Tisch klar gemacht. Very nice, very nice.
five dark meat marbles. Oh, what do you guys order? Oh, nobody. Oh, shit. Okay. Yeah, okay. Yeah. Order that. Nice potatoes. Wow. I try. Wow. Was hast du da wieder bestellt? Nachos. Was her suggestion? Oh shit. Real food. Daily hat die besten Nachos. The best Nachos I ever had. Wirklich so. Ich habe einen Salat mit Tofu, Quinoa. Das ist fetter Käse, aber natürlich vegan. Bisschen Beans noch dazu. This club sandwich looks pretty amazing. Ja, das ist das beste Club sandwich ever. Der Burger. Der Burger sieht sehr gut aus. Alter, wir haben heute mal wieder Lasagne. Oh Mann, ey Bro, du musst mir jetzt auch wieder zu probieren geben. Du hast heute schon gecheatet, Bro. Für dich gibt's gar nichts mehr. Ja! Was ist jetzt passiert, Mann? Ich hab gecheatet. Ja. Ich hab hart gecheatet. Ich glaub's gar nicht. Ich hab hart gecheatet. Bis ich diesen Tag noch miterleben darf. Fünf bis sechs Wochen out, Mann. Rip the liver! Very nice, come on. Django, are you ready? Oh yeah, are you ready? Ich hab mir jetzt ins Move reingehauen, ins Snooze. Bro, oh, Mann. Wieder ein schlechtes Vorbild. Jetzt cheatest du, dann konsumierst du den Tabak, jetzt kommt das Nächste. Probier es jetzt einfach mal aus, ich hab das noch nie ausprobiert. Keine Ahnung, ich bin kein Suchtmensch, also von dem her alles easy. Bist du nicht süchtig nach Training? Nee, ich bin nie, ja, nach Training. Ja, nach Training, ja. Komm, mach mal die Tür zu hier, Bro. Anyone need snooze? Ja, da kommt I have one. I have fucking snooze. Bang Bros. I have fucking... Yeah, it's like Bang Bros here, huh? Erzähl mal. Oh! Charlie Brown. Was my Charlie Brown or yeah. Charles Xavier? Tony! Oh, is that what you did to my $200 little thing? Thanks, Charlie. Why don't you just keep eating it, man? Yeah. Get some battery juice in your face. Hey, Charlie! Charlie! Hey, bro. Huh? Yo. Hey, ich muss dir diesen Snooze rausnehmen. Hey, ich habe aber... Ja, don't try this at home. Probier es nie aus. Ich hab die first snooze. I tried the white one. Oh, fuck that. Hey. Too fucked up. Hey, your head starts going brrrr, like the electric What's chair, this? Man. What up, homie? Like the electric chair. The Green Mile. Hey. Harter Film, Leute. Yo, Grease, what's up? What's up? Hey, when do you get the pants? Oh, I get the pants in like 3 days. Man, we have new promo wear coming out soon. You will be one of our models, man. I'm gonna send you the whole collection. I'll model it for you. He's fucking style king here. Oh yeah. He's the DBC style king. DBC style. Yeah. Oh god. Ich habe gecheatet. Ich habe auch vorgestern in Vegas viel gegessen. Bin gespannt, was es ausmacht auf meine Form. Und es ist natürlich so, wie er es vorher gesagt hat, habe mich noch nie cheaten gesehen. Und ich hätte auch nie gecheatet, wenn ich nicht schon den ersten Wettkampf so gut durchgemacht hätte. Ich meine, ich hatte bereits eine wirklich krasse Form, mit der Endform, ich hatte Endhärte und es ist hart, dann auf dem zweiten Wettkampf ja mental so ready zu sein und zu sagen, hey, ich stick to the plan. Es ist harter. Also ich finde es härter für mich. Es ist krass. Aber ich weiß, ich habe noch genug Zeit. Und im schlimmsten Fall, das habe ich auch ihm gesagt, ich kann dann relativ, ich sage jetzt in den letzten 3 Wochen, wenn ich merke, oh, es wird knapp für Miami, dann kann ich immer noch ein Hardcore-Defizit fahren. 5 Tage durchfassen. Voll durchfassen. Nein, es geht, oder? Und dann auch zur Pro Bowl Classic richtig hart kommen. Ich möchte zur Pro Bowl Classic nochmal Endhärte haben. Miami, ich werde alles geben, aber Miami ist für mich nicht so wichtig, weil es auch dort wieder keine Gewichtsklassenunterteilungen gibt bei der BFSI. Und das fuckt mich halt schon ein bisschen ab. Ich weiß, man könnte zwar, Broset meinte, man könnte auch gewinnen, wenn es keine Gewichtsklassen gibt. Aber es ist halt als Leichtgewichtler oder Mittelgewichtler sehr, sehr schwer. Das habt ihr ja gesehen. Letztes Mal in Sacramento. Aber wenn ich bei der Pro Bowl Classic Endhärte habe, dann besteht die Chance, dass ich dann nochmal zur WNBF gehe, hier nach LA und diese Weltmeisterschaft
bestreite. Bei der WWF habe ich auch die Pro-Card geholt und wurde Weltmeister bei den Amateuren. Und dort gibt es Gewichtsklassenunterteilungen. Und das ist schon etwas, was mich nochmal motiviert, am Start zu sein hier. Mal schauen, ob ich durchhalten werde. Wir machen jetzt hier eine coole Runde mit den Boys, werden noch ein paar geschäftliche Sachen besprechen, ein paar Projekte, die kommen. Vielleicht seht ihr uns schon bald im nächsten Dollar Beer Club Video. Mal schauen. Who knows? Mit der Bulgarian, gell? The Dan. We have to go, bro. Yeah, we're coming upstairs. Let's say bye. Good morning, good morning. Letzter Tag hier in Venice. Und das Wetter hier am Morgen früh ist schon bezaubernd. Schaut mal, die Sonne scheint natürlich wieder. Völlig normal hier in L.A. Ich werde heute wieder in die Schweiz zurückfliegen. Der Hustle dort ruft. Ich hoffe, die Videos von hier haben euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Verteilt die Videos, denn die sind gut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Kiss, kiss. Bang, bang. You, I wanna go hair like that. Like hey! Seht ihr Leute?